So, weiter geht's. Matthias, ich hole dich ab. Oh, Kacke. Matthias Pass fliegt auf, mir die einfach so kommen in in die Kuruma. Fresse. Da kommen wir mit Kuruma. Ah. Wo ist der Typ im Kuruma? Die Fuck, fährt gerade weg. ey, ich stört ab. Ich glaube, die Habe ich trifft ihn meine erwischt? Rakete. Ja, meine Rakete hat getroffen und ich bin tot. Wie viel muss ich zahlen? Ah, 6500. Das tut mir jetzt aber wirklich weh. Die haben mein Herz gebrochen. Eins gegen eins, Okay, Deathmatch. die sieht geil aus. Die sieht verdammt geil aus, die Kiste. Ablehnen. Was hat Eins er gegen eins. gefragt? Ich weiß, wie das eins gegen eins gegen solche Spasten aussieht. Fünf Wohin? Leute gehen auf dich drauf. Quasi wie bei uns. Hey, nehmt ihr wohl euren Anführer mit, euren Chef? Ja, ich Ich muss nur eben möchte. aus der Ich könnte Gefangenenkette. auch eine Fahrgelegenheit gebrauchen. Dann bestell dir einen Panzer oder so. Aber ich habe nur zwei Sitzer. Ich Dann habe einen hol dir, Panzer. dann bau Türen dran. Ich kletter jetzt hier Ich hoch könnte und echt übe mich einen mal als Panzer Schaffe. holen. Vier Türen sind scheiße aus. Soll ich ernsthaft mal einen Panzer holen? Ja, mach das. Ich kletter jetzt hier hoch Okay. und versuche die alle wegzusnipen. Ich habe hier mal ein Deathmatch Das aufgemacht. Das haben wird drei ein Leute gespielt und jeder hat es negativ bewertet. Panzer. Ich habe euch angelogen. Es wurde positiv bewertet von allen. Ne? Ach ja, Leute. Ja, was kann ich für dich tun? Das ist so unnötig. Was denn genau? Alter, ist das laut! Ach, Tobi, jetzt halt mach doch mal dein den Herz Maul. leiser. Nee. Oh, Junge. Winnie, jetzt hör mal auf. Hast du ihn erwischt, Matthias? Wer auch immer das war? Jawohl! Ich glaub schon. Ihr habt Hab ihn ich ihn? erwischt und dann in die Luft gejagt, ja, habt ihr. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle So, wo ist er Management. How can I gespawnt da help? hinten? Schade, ich kann. Mann, ich wünschte, ich wäre auf dem Gebäude da I'm drauf. sorry, but Oh, you wo don't ist have es? enough to cover the delivery fee. Please call again. Oh, verpiss du Call dich again. jetzt auch mal! Nein. Nicht euer Der Typ hat ein verficktes Auto Fahrt. Tut gestohlen, mir der Typ hat ein leid. Auto Ach du gestohlen. Scheiße. Der Typ ist ein echter Gangster. Ey, aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, ich dachte. Jawohl! Geilste Rakete aller Zeiten. Ich dachte, du überlebst. Sorry. Ich dachte nicht, ich dachte, ich bin John Cena. Ich glaube, die Spieler hier hassen Fucking uns. R8, Alter, überfährt er mich? Der R8. Ach, daneben. Lamborghini R8. Der R3. Mann, das nervt mich, dass ich nicht sehen kann, wen ich erledigt habe. Ja, Wieso deswegen kannst du spielst du das gleich nicht? 300 mal schlechter oder was? Richtig. Perfekt. Bin, hat der Typ dich gekillt? Nein, die Bullen. Die Entschuldigung, die Bullen Cops. können Wir wollen ja nicht. nicht, dass das Video gesperrt wird. Genau, Cops ist nämlich an sich keine Beleidigung. ACAB ist auch keine Beleidigung, habe ich zuletzt gelesen. Ist eine Meinungsfreiheit. Ja, 8 Cola, 8 Bier, Alter. Zum Beispiel. Aber der Ausdruck All Cops are Bastards ist auch nur eine Meinung. All Bam, hast du Cops das werden gesehen? Meinungsfreiheit und darf laut dem Gesetz rechtlich gesehen nicht bestraft werden. Eigentlich ist schwarz auch keine Beleidigung, aber farbig schon. Echt, ist echt so. Laut dem Gesetzbuch Ey, ich ist hab grad mal noch schwarz so keine eine Beleidigung. Story, wo mir einfällt. Als meine Cousine klein war, ist ein etwas dunkelhäutiger Mann vorbeigelaufen. Und die kennt sie, wusste halt früher nicht, was sie sagt. Und Das hörst du nicht mehr? hat sie aus dem Fenster gerufen, Hallo, Was eine Schwarzmann. Hurensohn, Entschuldigung. Was denn? Entschuldigung. Bei mir gerade ein Granatwerfer, ich habe eine einzelne Explosion gehört, aber habe nicht das Rauschen einer Rakete vernommen. Alter, würde ich den mit der MG abballern, kommt er mit Haftbombe. Ach, eine Haftbombe war's. Eine Haftbombe im Nahkampf ist natürlich, ja, gekonnt. Ja. Fliege in Rückenlage. Nein, das glaube ich nicht. Das war's Mensch. wert. Ich sind gar keine Leute, die ich mehr Regel erschießen kann. 1, verwende niemals die stabile Seitenlage. Nummer 2, schießt dem Unfallopfer mit einer Schrotflinte ins Gesicht, um zu sehen, ob es noch atmet.
Falls er nicht atmet, Ramin als nächstes ein Kugelschreiber. Regel Nummer 3. Kontaktiert sie jetzt den Notarzt. Nummer 4. Sagen Sie nicht den Notarzt, dass Sie es waren. Sagen Sie nicht, dass Sie keine erste Hilfe geleistet haben. Dann wird alles gut. Das Video wird 100% gesperrt, aber ich lade es trotzdem hoch. Ja, Mann, ich lade es runter. Und dann auf hier, wie heißt die Seite nochmal? Oh, ich muss mir überlegen, wie heißt YouTube. Die nochmal? Du Idiot. In Netflix meine ich. YouPorn, du blöder Vollidiot. Jetzt wird das recht gesperrt. Ich bin gegen die Wand. Wie heißen die Seiten nochmal? YouPorn. Dieser Move. Was wollt ihr? Ich mach die jetzt alle mit dem Messer platt. Boah, ich geb den böse, Alter. Was wollt ihr? Oh, scheiße. Ich bin tot, die Opfer sagt. Lasst euch gefälligst einen Schnurrbart am Arsch wachsen. Ich spawne und krieg sofort einen Stern. Wieso? Ich krieg 3 Sterne. Ich spawne und krieg 3 Sterne. Wie ist das möglich? Wieso? Ich glaube, dieser King Gabi schnüffelt so viel an Arschhaaren. Tun wir das nicht alle? Der raucht die, Alter, so richtig. Der raucht die durch die Nase. Ich rauche Arschhaare. Wie lange das ist. Ja, und ich ich rauche Nasenhaare vom Schimpansen. Ich hab die umgebracht wie das. Was bist du für einer? Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin erstmal aus dem Auto rausgesprungen und wollte dich so wegspieren. Dann kommt so eine Scheiße. Spear out of nowhere! Ja. Superman Punch, komm schon! Alter, das war ein Superman Punch. Superman Punch! Elbow! Ey, ey! Ja, warte. Warte, pass auf. Okay. Warte. Mach dir das jetzt auch mal. Das war der simulierte Tod. Das ist auch ein Wrestling-Move. Man tut einfach so, ich habe eine Frage. Willst du den Typen mit dem... Warum haben wir 4 Sterne? Weiß ich auch nicht. Ich habe 3 Sterne. Ich spawn und krieg sofort 3 Sterne. Ach so, das ist immer so. Keine Ahnung. Nein. Pass auf. Doch, wenn sobald einer aus dem Dings... hört, bekommt der nächstes auch. Stone-Stunner. Ach so. Hast du ein Bier für mich? Ich bin Stone Cold, ich brauch das. Das ist meine Nahrung. Das ist echt so. Ich bevorzuge pures Wodka. Ich hab schon mal gesehen, da hat er sofort das krasse Match gewonnen und gibt erstmal den Schiedsrichter so ein Bier. Was macht der Schiedsrichter? Nimmt das sogar noch an. Ja, an WrestleMania hat er doch auch mit Shawn Michaels und wer war da noch? Ja, Shawn Michaels einen und Mick Foley hat er. Mick Foley, ja, hat er erstmal so ein Bier gesoffen, nachdem er hier die League of Nations auseinandergenommen hat. Danach hat er Xavier Woods noch einen Stone Stunner bekommen. Ja. Xavier. Tobi, Alter, ist so richtig, keine Ahnung. Ich hab eine Idee, wir fahren jetzt zu meiner Yacht und machen Yacht-Abwehr und sehen mal, wer ja verrückt genug ist, uns anzugreifen. Also ja, die Mann, Moves, aber lass mich eben das Event hier machen. Ja, ja. Das machen wir, du gewinnst eh der. Hinter dir ist voll schlecht. Aber ich glaube, da ich dein Chef bin. Ich weiß nicht, weil wenn du einen Laden ausraubst, ist das auf jeden Fall so, dann verlierst du ein bisschen Geld und das kriege ich dann. Ja, ich weiß. Ist doch bei Kopfgeld so. Wo muss ich lang? Alter, das Auto hier kann man nicht mehr fahren. Kann ich nicht lieber, keine Ahnung, einen Stein fahren? Ein Stein Cold? Wir sind sowas von tot. Der schießt ihn mit dem Maschinengewehr, schießt mit der Desert Eagle, die eine Feuerrate vom Stein hat. Die blaue Yacht ist gerade einen Stein haben. Von wem ist die Yacht hier? Deine. Die gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Nein, die blaue. Die blaue gehört einem Freund, wenn nur eine ist. Nein, glaube ich auch. So wie ich mich erinnern. Wenn die dunkle ist, gehört zu mir. Wo steht die denn? Am Flughafen irgendwo da um den Dreh. Warte, da wo ich bin. Dann lass, ob wir es mit dieser Schrottmühle hier bis zum Ding schaffen.
Kommst du mal wieder? Ich nehme auch Helikopter. Flieg so tief in Rückenlage wie möglich. Mit dem Helikopter, ihr mich auch. Es gibt hier Rückendeckung mit Helikopter. Ach, ich will mal was testen. Wie man kann mit dem Helikopter nicht in Rückenlage. Ich wollte sehen, ob ich so eine Art Looping machen kann. Kommt auf den Strand. Wieso sollten wir? Wir fahren jetzt zu meiner Yacht. Ja, wenn das die Yacht ist, was ich meine, dann fliege ich da gerade hin. Nee, das ist, was ich meine. Das hier ist also deine. Die Orange ist meine. Nee, die ist blau mit so schwarz-roten Hintergrund. Na, bam. Die ist orange. Da, 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 oh. Das ist meine hier, guck. Die. Orange-weiß. Oh, scheiße, Heli. Was wollt ihr, hä? Huh? Matthias, erst einfach mal erst einmal zählen. Natürlich. Du geil, wenn man ja, den Rotheit im zerschießt. Fliegen kann mir keiner was vormachen. Doch. Ich. Ich. Wenn du ein Panto fliegst. Nur zur Info, ein Panto ist sowas wie ein Mini in GTA. Habt ihr die Bullen auch verloren? Ich nicht, ich ja. Verteile gerade meine Yacht gegen die. Scheiße. Weil ich hab das war sexy. Oh, Weedix macht auch mit. Weedfix. Flix. Ich schieß Felix. Mir mal in den Kopf. Oh nein, der Joker im America Style ist tot. Komm mal alle auf meine Yacht und dann nehmen wir die auseinander. Ja, ich bin gleich unterwegs. Oh nein, da kommt Tim Brand, den sollte ich abknallen. Du kannst dich gar nicht abknallen. Ich hab dich gerade mehrmals getroffen. Shit. Wegen dir ist mein Flugzeug abgestürzt. Ja, ich hab gesagt, ich hab dich getroffen. Hab ein Geschenk für dich. Ich war gerade dabei. Oh oh. Oh oh. Oh. Geil, es ist jetzt nicht mehr gewertet worden, Matthias. Natürlich, ich hab den Rekord aufgestellt. Ja, ich wollte dich verarschen. Mensch, komm mal her. Kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich in fremde Gärten scheiß. Das glaube ich dir sogar. Ja, ja, genau. Ist das die teuerste Yacht? Natürlich ist das die teuerste Yacht, blöde Frage. Ich gehe in den Pool. Hui. Endlich mal einer, der auch die teuerste hat. Autsch. Ich meine, hui. Geil. Ich hab nicht mal eine Yacht. Ja, genau. Matthias ist voll das Opfer, weil er keine Yacht hat. Dr. J's Super Yacht. Genau, da steht da hinten drauf. Dr. J's Super Yacht. Du musst wissen, ich bin Arzt. Ja, momentan bin ich eigentlich arbeitslos, aber ich bin Arzt. Mach nicht den Heli kaputt. Wenn das einer machen darf, dann bin ich das. Nehme ich eine Granate durch den Rotor werfen. Julian, ich hab vorgestern dreimal deinen Heli kaputt gemacht oder so. Ich weiß. Das musst du aber ja bezahlen. Man bezahlt da jedes Mal, ohne dass da was kommt, 10.000. Ja, ja. Ist ja gar nichts. Ich gehe zu meiner ja. Nein, du bleibst hier. Wir machen gleich Yachtverteidigung, wenn Matthias die Herausforderung gewonnen hat. Ich hab die ja schon gewonnen, ne? Nur... Du kannst mich nicht schlagen. Ob das geht? Pass auf. Was sagst du jetzt, hä? Felix holt aber gerade auf, Matthias. Bitte? Als ist er gestorben. Ich kann dich doch schlagen. Das hat gar nicht wehgetan. Genau, du bist der Idiot. Du hast einfach so kein... Dein Gehirn kann so keine Schmerzen so akzeptieren. Du merkst das eigentlich gar nicht. Wie Patrick. Wie Patrick, er ja, ist unser Patrick. Ja,